kommt mit riesengroßen Schritten. Wir haben es jetzt Anfang September 2017 und man kann es einfach nicht mehr verleugnen. Man sieht es natürlich zuerst an Kastanien, an Birken ganz besonders, aber inzwischen auch an den Apfelbäumen. Jetzt, wo die Äpfel reif werden, fällt natürlich auch das Laub. Jeden Tag ein bisschen mehr und langsam wird es auch bunter. Auch der Spitzahorn, der da ganz drüben steht, der verändert an den Spitzen langsam seine Farbe. Das gibt gerade beim Ahorn natürlich wieder ganz tolles Laub. Wir haben ja aber noch was anderes Schönes im Herbst. Das ist dann auch eins, wo ich das ein Thema, wo ich das ganze Jahr schon drauf hingefiebert habe. Und das ist der erste eigene Apfelsaft. Ich mag sehr gerne Apfelsaft, trinke das sehr gerne, mag auch Äpfel sehr gerne in den vielen, vielen verschiedenen Variationen, wie es Äpfel gibt. Und daher bin ich auch super, super dankbar, dass ich hier diese Streuobstwiese hier pachten durfte. Oder das, was davon übrig war. Es wird jetzt ja langsam wieder zu einer Streuobstwiese. Und wir haben in der letzten Woche die ersten Äpfel geerntet. Die waren noch ein bisschen früh, eigentlich waren sie noch ein bisschen früh, aber dieses Jahr ist das so, die Äpfel gehen also direkt von der Reife gleich in die Fäulnis über, deswegen versuche ich halt ein bisschen was zu retten. Äpfel sind ähnlich wie Kartoffeln unglaublich vielseitig zu verwenden. Auf Kartoffeln will ich im nächsten Jahr noch ein bisschen genauer eingehen, weil das gehört sicherlich zum Grundnahrungsmittel von jedem Selbstversorger. Eigentlich sollte eine Kartoffel in jedem Garten sein, weil man kann ganz einfach große haushaltsübliche Mengen dort auch ernten. Und wenn es aus dem eigenen Garten kommt, dann weiß man ja auch, wo es herkommt, was man dafür getan hat. Dann kann man auch eine Kartoffel ganz anders schätzen. Wie gesagt, eine Kartoffel ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar, aber eben auch ein Apfel. Und eine Sache, die ich beim Apfel halt absolut liebe, das ist der Saft. Und wir haben in der letzten Woche, wie gesagt, geerntet. Wir haben dann auch den ersten Saft gepresst. Natürlich müssen vor der Pressung ein paar Sachen gemacht werden. Ich blende euch nebenbei mal ein paar Fotos ein. Denn ganz viele Videos habe ich gar nicht gemacht. Ich wollte davon nämlich gar kein Video machen, sondern ich habe eigentlich nur so für mich gedacht, ich möchte das alles mal ausprobieren. Also wirklich, wie wird der Apfel, geschreddert, anschließend dann in eine Handpresse, da das Ganze dann ordentlich mit Muskelkraft auspressen, anschließend dann sterilisieren, also keimfreier machen und abfüllen in diese Flaschen. Das haben wir gemacht. Das Erste, was man natürlich machen muss, ist die Äpfel waschen. Das ist erstmal grundsätzlich wichtig, damit halt, wie hier zum Beispiel, Vogelkot mit drauf, das muss natürlich dann weg. Auch wollen wir alle Fäulnis stellen, die schneiden wir dann auch alle runter. Weil das sind alles natürlich Sachen, die wir im Apfelsaft nicht haben wollen. Dann muss man im ersten Versuch mit dem Schreddern, habe ich den ganzen Apfel in dieses Behältnis getan, das seht ihr ja gerade. Und da sind ja unten diese Walzen drin, die gegenläufig sind. Die haben so kleine Dornen, die dann ineinander greifen. Und wenn der Apfel dann dazwischen kommt, dann reißen diese Dornen immer ein Stück vom Apfel raus. Ja, und der Apfel wird also dadurch dann immer kleiner, wird also klein geschreddert. Und dieses Schreddergut, das fällt dann unten in eine Wanne und kann dann in die Handpresse gegeben werden. Am Anfang habe ich habe das da noch nie so gemacht. Also am Anfang habe ich den ganzen Apfel oben in diesen Trichter reingeworfen und dann gedreht. Habe dann ganz schnell gedreht und auch ganz langsam gedreht und habe dann also festgestellt, der ganze Apfel, das macht wenig Sinn. Der wird von diesen Dornen an den Walzen gar nicht so unbedingt aufgegriffen. Und was ich dann gesehen habe, nachdem ich die Äpfel gespalten habe, also in viele kleine Spalten geschnitten habe, da war auch noch so der ein oder andere Wurm drin, den man mit Sicherheit auch nicht im Saft haben will. Also die Äpfel waschen, Faulstellen rausschneiden, dann den Apfel nochmal spalten in kleinere Stücke und wenn da irgendwo nochmal ein Wurm dabei ist, den da auch nochmal eben mit rausschneiden und das Ganze dann in diesen Trichter.
dann ließ sich das Ganze viel besser verarbeiten. Weil dadurch, dass die Äpfel dann gespalten waren, hatten diese Dornen viel bessere Punkte, Angriffspunkte an dem Apfel, an dem Fleisch, an dem Fruchtfleisch und konnten dieses Fruchtfleisch viel besser auseinanderreißen. Ja, wie gesagt, das fiel dann unten in diese Wanne. Dort hat sich das dann alles gesammelt. Ich habe einen 10-Liter-Eimer mit Äpfeln mitgenommen und einen mit einem 12-Liter-Eimer war das, glaube ich, wo dann die Äpfel drin waren. Und das seht ihr gerade in der Wanne, was da an Schreddermaterial herauskommt. Unten hat sich natürlich schon der Saft gesammelt. Und wenn man da mit dem Finger mal bei war, dann konnte man schon das erste probieren. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Kann man gar nicht anders sagen. Ja, dann kommt das Ganze in so eine Presse. In meinem Fall, ich hatte noch so eine Handpresse. Diese Handpresse hat innen ein Leinentuch mit einem Loch in der Mitte, wo die Spindel sitzt. Das Leintuch wird eingelegt, da kommt dann dieser ganze Apfelschnitz, da kommt dann alles da rein. Das Tuch wird dann umgeschlagen, darauf kommen dann diese Holzklötze, die ihr da auch sehen könnt. Und dann wird von oben halt ein Gewinde aufgedreht und dieses Gewinde zieht man dann fest. Dadurch pressen sich diese Holzstücke auf das Leintuch, beziehungsweise der ganze Apfelschnitz wird zusammengepresst und unten fließt dann auch schon der frische Apfelsaft raus. Das geht ganz schön in die Arme, sowohl das ganze Drehen als auch dieses Pressen immer schön. Ja, und wir haben die Presse auch nicht am Boden festgemacht oder so. Wir wollten jetzt einfach nur mal für uns mal testen, wie das so funktioniert. Beziehungsweise ich wusste es noch nicht wirklich. Ich habe es nämlich noch nie gemacht. So zumindest noch nie gemacht. Alles mit der Hand gemacht. Mein Kumpel Jörg, der mir mitgeholfen hat, der war völlig genervt. Weil der kannte das alles schon. Der hat das alles schon gemacht. Aber mir zuliebe hat er dann auch mitgeholfen und mit angefasst und nachher auch den Apfelsaft hier sterilisiert noch und für mich abgefüllt. Also ein herzliches Dank an dich, Jörg. So, ja, also das Pressen, das Schreddern, das geht halt eben ganz schön in die Arme. Aber dann merkt man auch mal, wie viel Arbeit da eigentlich in so einem Glas Apfelsaft dann drin steckt. Wir möchten die nächsten Pressungen, ich muss mal gucken, was ich hier überhaupt noch an Äpfeln noch rauskriege, weil viel ist es ja dieses Jahr nicht. Eventuell schaffen wir es dann auch mal mit der Maschine zu pressen. Dann kommt natürlich erheblich mehr Material dabei raus. Und vielleicht kann ich das auch filmen. Das ist auch nicht bei mir, das ist bei einer Mosterei, die dann dementsprechend auch das richtige Presswerkzeug dafür haben. Und dann bleibt auch nur noch ein ganz trockener Fruchtkuchen übrig. Bei mir war es immer noch relativ feucht, da hätte man noch mehr pressen können, aber wir haben mit der Handpresse jetzt nicht mehr hinbekommen. Wenn man jetzt natürlich diese Presse auf dem Boden stehen hat und man hat dann diesen Hebel und man möchte das Ganze zusammendrücken, dann dreht sich natürlich die ganze Presse auch mit. Und deswegen sollte man so eine Handpresse immer fest mit dem Boden verankern. Oder man verschraubt es auf eine große Platte, wo man sich dann mit seinem eigenen Körpergewicht draufstellt. Das geht auch. Besser ist natürlich das Verankern im Boden, genau wie man das von der Honigschleuder auch kennt. Es gibt von den Handpressen verschiedenste Ausführungen. Ich habe da mal bei eBay Kleinanzeigen diese ganz einfache Variante mal gekauft gehabt, zusammen mit diesem Handschredder, ja, ein altes Gerät. Funktioniert für kleine Mengen, super Sache. Aber dann weiß man mal auch, was man da getan hat. Das muss man an der Stelle auch sagen. So, dann wollen wir doch mal probieren hier, nicht? Also wir haben den Apfelsaft dann sterilisiert am Ende. Und das ist das Ergebnis. Wir haben fünfeinhalb solche Flaschen haben wir dabei rausgeholt. Naja, fast 6 Flaschen muss man sagen, weil wir hatten da vorher schon ein bisschen rumprobiert. Der Apfelsaft, wenn er ganz frisch gepresst ist, schmeckt einfach fantastisch. Da kann man aber keine großen Mengen von trinken, weil dann wirkt der noch relativ abführend, kann man nicht anders sagen. Also da ist das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes mit Vorsicht zu genießen. Nachdem der Apfelsaft dann sterilisiert ist, sieht er ja so ein bisschen so aus wie hier. Das heißt, er ist nicht mehr so klar, er ist trüber wie vorher. Und er setzt hier unten deutlich an, das seht ihr, so eine Schicht hier. Ja. Das ist nachher schlussendlich das, was am Fruchtfleisch noch mit durchgeht.
Das ist also gar nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine richtig schöne, leckere, gesunde Sache. Nach dem Sterilisieren hat der sogar noch ein bisschen an Säure verloren. Ist ein bisschen süßer geworden. Also wie gesagt, eine hochleckere Geschichte. So, jetzt will ich mir mal ein Glas eingießen und dann probieren wir das mal, wie das jetzt hier ist. So, wollen wir mal das Ganze noch mal probieren. Das ist wirklich... Also, wegen sowas mache ich das hier auf der Wiese hier. Die Wespe hier gerade, die möchte davon auch einen Schluck abhaben. Die sind natürlich in der Streuobstwiese im Augenblick auch sehr dominant durch das Fallobst, was hier ist. Deswegen mache ich das eigentlich. Auch das ist ein Resultat der Bienenhaltung hier. Man hat hier, das ist die Handarbeit, man kann hier von Anfang bis Ende sehen, wie entwickelt sich das. Ich habe einen totalen Faible dafür, für dieses Handgemachte. Hier ist alles drin, wofür man so das Jahr gearbeitet hat, die Wiese gesenzt hat, die Bienen gepflegt hat, geguckt, dass der Apfelbaum vernünftig Luft kriegt zum Atmen, die Zaunwinde rausgeschnitten hat. All das, das ist in diesem Glas Apfelsaft. Wenn man sich das mal visualisiert und mal vorstellt, was dann da für eine Arbeit drin steckt, dann genießt man natürlich genau diesen Apfelsaft ganz besonders. Und nur sehr, sehr gute Freunde können davon was probieren. Ich denke einfach, jeder kann zu Hause versuchen, selber Apfelsaft zu machen. So schwer ist das, glaube ich, nicht. Heute gibt es jede Menge Küchengeräte, gerade diese Handmixer, Smoothie Maker zum Beispiel, die man wirklich ganz toll, wo man wirklich das Obst ganz klein kriegt, ganz klein schreddern kann. Dann kann man durch ein Küchentuch, dann legt man die Äpfel da rein, also den Apfelschnitz da rein, presst das Ganze schön zusammen über einer großen Schale, ja, das drückt das richtig ordentlich zusammen. Ich denke, da kann man auch mal 2-3 Liter Apfelsaft zu Hause machen. Dann gehst du mal in den Laden, oder entweder gehst du in irgendeine Streuobstwiese, die du kennst, fragst mal, ob du dir da ein paar Äpfel nehmen kannst. Denke mal, das ist da kein Problem. Für eine kleine Spende geht das immer. Hier natürlich auch, das ist völlig klar. Oder gehst in den Laden und kaufst dir so ein, es gibt manchmal so 5 Kilo Säcke oder 10 Kilo, kleine 10 Kilo Kisten aus dem alten Land hier zum Beispiel. Dann kaufst du dir mal einen schönen Äpfel, schredderst die mal ordentlich durch und machst mal deinen eigenen Apfelsaft. Ich denke, das ist, der schmeckt ganz anders. Das ist mal eine Sache, die kann man zu Hause wunderbar ausprobieren. Und vor allen Dingen, so ein Apfelsaft, und das ist jetzt ein kleines Mini-Rezept zu Weihnachten. Es geht ja bald los mit Weihnachten. In den Läden steht ja schon alles. Wenn du so einen leckeren, naturtrüben Apfelsaft nimmst, selbstgemacht, versteht sich, machst dort in so eine Flasche eine Prise Zimt rein. Beim Sterilisieren machst du also Zimt rein, machst du ein bisschen Anis, vielleicht noch eine Stange Vanille. Dann hast du einen wunderbaren alkoholfreien Apfelwinterpunsch. Der schmeckt fantastisch. Probier es einfach mal aus, du brauchst dafür nicht viel. Ein bisschen Vanille, ein bisschen Anis, eine Zimtstange und du kannst mit so einem naturtrüben Apfelsaft kleine Wunder vollbringen. Probiert's einfach, das kann jeder. Wenn jemand hier in der Nähe wohnt und ein paar Äpfel abholen will, bitte meldet euch, ist kein Problem. Es ist also dann immer noch genug da, auch wenn es wenig ist dieses Jahr. Und ich trinke auf eure Gesundheit. Prost, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Aus dem Kühlschrank liebe ich es ganz besonders. Wunderbar.